Dienstag, 9. Dezember 1987, im Gemeindegebiet von Les Angles bei Avignon. Es ist 7.45 Uhr morgens, als zwei Jäger auf einer Lichtung eine grausame Entdeckung machen. Mitten auf der Lichtung fanden sie eine Leiche, die mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag. Es war eine junge Frau, die bis auf einen Rock und ihre Schuhe komplett entkleidet war. Kurze Zeit später trifft die Kriminalpolizei von Avignon am Tatort ein. Den Beamten ist sofort klar, dass es sich hier um ein Gewaltverbrechen handelt. Als wir die Leiche begutachteten, entdeckten wir Blut an ihrem Kopf. Sie drehten die Leiche um und sahen, dass das Gesicht stark geschwollen war. Mehrere Blutergüsse deuteten außerdem auf einen Kampf hin. An ihrem Hals waren Würgemale zu erkennen. Offenbar wurde die Tat an Ort und Stelle begangen. Alles geschah an diesem Ort. Sie wies keine Verletzungen oder sonstige Spuren am Rücken auf. Mit Ausnahme der Stellen, die mit dem Boden in Berührung kamen, war ihr Körper sauber geblieben. Die Beamten stellen fest, dass einer der Ohrringe des Opfers fehlt. Er lässt sich auch in der Nähe des Leichnams nicht finden. Bei der Untersuchung der Leiche machen die Polizisten schnell weitere Beobachtungen. Sie hatte Rock und Schuhe an, aber keine Unterwäsche oder Strumpfhose. Es war naheliegend, dass es ein sexueller Übergriff war, der eskalierte und mit dem Tod des Opfers endete. Doch ein Detail irritiert die Ermittler. Neben der Leiche der jungen Frau liegt ihre übrige Kleidung sorgfältig zusammengefaltet. Es ist ungewöhnlich, dass die Kleidung so feinsäuberlich platziert wird und keinerlei Risse oder Ähnliches aufweist. Deshalb lag es nahe, dass wir es hier entweder mit einer sehr ordentlichen Person zu tun hatten oder mit jemandem, der von Berufs wegen ein hohes Maß an Disziplin besaß. Oder im Gegenteil. Vielleicht wollte der Täter es auch so aussehen lassen, als ob alles einvernehmlich passiert ist. Das war die andere Möglichkeit. Nahe der Leiche machen die Polizisten einen weiteren Fund. Dort entdecken sie eine Handtasche, in der sich ein Terminkalender mit dem Namen Eveline Boucher befindet. Offensichtlich handelt es sich bei ihr um das Opfer. Schließlich finden die Beamten am Tatort noch einen Hinweis. In der Nähe der Leiche fanden wir Reifenspuren. Da es sich um frische Spuren handelte, stammten sie vermutlich vom Auto des Täters. Sofort wird von der Reifenspur ein Abdruck erstellt. Denn diese Spur kann für die weiteren Ermittlungen entscheidend sein. Zurück auf der Polizeiwache werden die Ermittler erneut mit dem Namen Eveline Boucher konfrontiert. Die 16-jährige Gymnasiastin war am Vortag gegen 23 Uhr von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Wenig später werden die Eltern der Schülerin zur Wache gebeten. Dort identifizieren sie die Leiche als die ihrer Tochter. Für Evelines Mutter war das ein furchtbarer Moment. Vom Tod seines eigenen Kindes zu erfahren, ist ein schwerer Schock. Sofort wird eine Mordermittlung eingeleitet. Eveline Bouchers Leiche wird zur Autopsie in das Gerichtsmedizinische Institut in Montpellier überführt. Bei der äußeren Untersuchung der Leiche macht der Experte eine erste Beobachtung. Es waren kaum Verletzungen zu sehen, wie sie etwa bei einem Kampf entstehen. Dem ersten Eindruck nach wurde das Opfer sehr schnell und plötzlich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gedrückt. Im Intimbereich des Opfers finden sich überdies innere Verletzungen, die die These einer Vergewaltigung bestätigen. Der Gerichtsmediziner kann außerdem Sperma des Täters nachweisen. 1987 befanden wir uns bei der DNA-Analyse noch in den Anfängen. Das Einzige, was man mit dem Sperma bestimmen konnte, war die Blutgruppe. Die Blutgruppe identifiziert den Täter nicht. Aber sie kann den Ermittlern helfen, potenzielle Verdächtige auszuschließen.
Nach der Entnahme wird das Sperma sofort eingefroren, um es später als Beweismittel nutzen zu können. In der Hoffnung, es in 2, 10 oder 20 Jahren verwenden zu können, um später mit einer weiterentwickelten Technik ein genetisches Profil erstellen zu können. Der Gerichtsmediziner setzt die Obduktion fort. Er untersucht den Kopf und den Hals des Opfers und bestätigt, dass die junge Frau gewürgt wurde. An der rechten Schläfe findet er zudem eine Schussverletzung. Der Arzt fand im Inneren des Schädels ein Bleigeschoss, eine Kaliber 22 Patrone für Büchsen. Evelyne Boucher wurde nicht nur vergewaltigt und gewürgt, sondern auch noch erschossen. Zuerst bekam sie Schläge ins Gesicht, dann folgten die sexuellen Übergriffe und die Strangulation und schließlich ein Gnadenschuss. Er konnte sie nicht erwürgen, also schoss er ihr eine Kugel in den Kopf. Das ballistische Gutachten der Forensiker bestätigt diesen Tathergang. Das Projektil wurde im linken Schädelbereich gefunden. Der Einschuss erfolgte von rechts. Der Schuss muss also aus unmittelbarer Nähe abgefeuert worden sein, während das Opfer auf dem Boden lag. Wahrscheinlich genau in der Position, in der die junge Frau vorgefunden wurde. Anhand der neuen Indizien wollen die Beamten nun herausfinden, ob Evelyne Boucher ihren Mörder kannte oder ob es sich um eine zufällige Begegnung mit tödlichem Ausgang handelte. Sie konzentrieren sich zunächst auf das Leben der jungen Frau, die die 11. Klasse eines Gymnasiums in Avignon besuchte. Evelyne war ein charmantes Mädchen. Sie war groß, dunkelhaarig, hübsch und gut erzogen. Sie machte viel Sport, war eine aufgeschlossene und intelligente Schülerin. Turnen war ihre große Leidenschaft. Sie war damals für die französischen Meisterschaften im Turnen qualifiziert. Allerdings verletzte sie sich davor, deshalb engagierte sie sich als Trainerin für die jüngeren Kinder. Sie war ein unbekümmertes Mädchen, voller Lebensfreude. Sie hatte einen Freund und ging ab und zu in eine Bar, unweit ihrer Schule. Seit der Scheidung ihrer Eltern 3 Jahre zuvor lebt Evelyne zusammen mit ihrer Schwester und 2 Halbbrüdern bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Die Patchwork-Familie wohnt in einer ruhigen Siedlung in Villeneuve-les-Avignon, nur 3 Kilometer vom Tatort entfernt. Es gab keine Probleme innerhalb der Familie. Sie führten ein ganz normales Leben, ohne größere Spannungen. Für die Polizei machte das die Arbeit nicht leichter. Evelyne führte ein geregeltes Leben. Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass sie sich in gefährlichen Kreisen bewegte. Die ersten Erkenntnisse über Evelyne Boucher liefern keine Hinweise. Die Polizei versucht nun, ihren Tagesablauf zu rekonstruieren. Sie fuhr morgens zur Schule nach Avignon, erschien dort allerdings nicht zum Unterricht. Die Ermittlungen ergeben, dass Evelyne den Unterricht an diesem Tag schwänzte, um ihre Zeit in der Bar neben der Schule zu verbringen. Laut Zeugenaussagen hatte das Mädchen zwar einen Freund, war aber in den Kellner der Bar verliebt. Nachdem sie den Vormittag mit dem jungen Kellner verbracht hatte, ging sie nachmittags zu ihrem Freund. Dort blieb sie eine Weile. Schließlich brachte ihr Freund sie zur Bushaltestelle. Von dort aus wollte sie zurück nach Villeneuve-les-Avignon fahren. Sie nimmt den Bus nach Hause. Der Busfahrer gibt bei seiner Vernehmung an, sich an das dunkelhaarige Mädchen zu erinnern. Sie sei gegen 18 Uhr in Begleitung einer Freundin mit dem Bus gefahren. Der Fahrer erinnert sich, dass er sich noch Sorgen um die beiden jungen Mädchen gemacht habe, weil sie noch so spät unterwegs gewesen seien. Als die beiden Mädchen ausstiegen, habe er sie gefragt, ob alles in Ordnung sei und ob sie keine Angst hätten, um diese Zeit alleine nach Hause zu gehen.
Evelyn soll geantwortet haben: Ich kann schon auf mich aufpassen. Es sind nur noch wenige hundert Meter bis zu ihrem Zuhause. Doch nachdem sie sich von ihrer Freundin verabschiedet, verschwindet Evelyn. Evelyn und ihre Freundin Christelle gingen ein Stück zusammen, bis sich Christelle verabschiedete. Von dort aus waren es noch etwa 500 Meter, die Evelyn alleine im Dunkeln gehen musste. Was ist auf diesen letzten 500 Metern passiert? Von Geraldine Martinasso, einer Freundin Evelyns, erhält die Polizei eine wichtige Zeugenaussage. Zum Zeitpunkt der Geschehnisse wohnt sie direkt gegenüber der Bushaltestelle, an der die beiden Mädchen ausgestiegen sind. Und am fraglichen Abend beobachtet Geraldine von ihrem Fenster aus eine beunruhigende Szene. Gegen 6:30 sah ich Evelyn aus dem Bus aussteigen. Ungefähr eine Viertelstunde später fuhr ein Auto in die entgegengesetzte Richtung der Straße. Am Steuer ein relativ junger Mann. Und auf der Rückbank saß Evelyn. Das fand ich sehr seltsam. Zum einen wunderte ich mich sehr darüber, dass sie hinten saß. Und dann fragte ich mich, warum sie an einem Montagabend ausging. Laut Geraldine sieht die vermisste Schülerin entspannt aus, während sie auf der Rückbank des Wagens sitzt. Ich konnte keinerlei Anzeichen von Panik bei Evelyn sehen. Es schien so, als würden die beiden sich kennen. Doch auch wenn Evelyn nicht verängstigt wirkt, können die Ermittler eine mögliche Entführung nicht ausschließen. Die Tatsache, dass sie hinten saß, könnte darauf hindeuten, dass sie nicht freiwillig ins Auto eingestiegen war. Vielleicht redete Evelyn gerade auf den Fahrer ein, um ihn zur Vernunft zu bringen. Ist Evelyn entführt worden? Während die Polizei weiter ermittelt, taucht ein weiteres Indiz auf, das diese Theorie stützt. Ein Nachbar fand in der Nähe von Evelyns Haus einen kleinen Ohrring. Es stellte sich raus, dass es der Ohrring war, der am Tatort gefehlt hatte. Der Fund des Ohrrings an dieser Stelle ließ vermuten, dass Evelyn zum Einsteigen gezwungen wurde und dass sich der Ohrring während eines Kampfes gelöst hatte. An der Stelle also, an der sie entführt wurde. Nun gilt es, so schnell wie möglich den unbekannten Fahrer zu identifizieren. Die Ermittler bitten die Zeugin daher um eine exakte Personenbeschreibung. Es war ein großer, hellhäutiger Mann mit nach hinten gekämmten Haaren. Seine Haltung war sehr aufrecht und er schien entspannt zu sein. Geraldine sagt aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen hellen Renault 5 handelt. Das Modell passt zu den Reifenspuren am Tatort. Sofort werden weiträumige Kontrollen eingeleitet. Jeder Fahrer eines Renault 5 der gleichen Farbe wurde überprüft und seine Identität festgestellt. Doch die Suche nach allen Besitzern eines solchen Modells gestaltet sich schwierig. Es handelte sich um ein weit verbreitetes Modell. Das erschwerte die Suche. Wir hatten keinen Erfolg. Alle Hoffnungen der Polizei konzentrieren sich nun auf den letzten verbliebenen Anhaltspunkt, die Patrone, die im Kopf des Opfers gefunden wurde. Das 22er Kaliber für Büchsen ist ein sehr verbreitetes Kaliber, das sowohl bei Jagd- als auch bei Freizeitwaffen vorkommt. Die Auswertung dieses Beweisstücks gestaltet sich sehr kompliziert, denn dieses Kaliber kann sowohl aus einem Revolver als auch aus einem Gewehr abgefeuert werden. Die Ermittlungen werden zusätzlich erschwert, da das Waffengesetz zur Tatzeit weit weniger restriktiv war als heutzutage. In den 1980er Jahren waren Waffen vom Kaliber 22 frei erhältlich. Diese Waffen waren nicht melde- oder registrierungspflichtig. Die Leute konnten Revolver oder Gewehre mit diesem Kaliber problemlos kaufen.
Der Polizei ist es unmöglich, den Schützen über die Patrone zu ermitteln. Damit läuft eine weitere Spur ins Leere. Und es vergehen mehrere Jahre, in denen es keine weiteren Entwicklungen in diesem Fall gibt. Doch Evelines Mutter gibt nicht auf. Sie kämpft unverdrossen weiter, um die Ermittlungen voranzutreiben. Sie ist fest entschlossen, den Mörder ihrer Tochter zu finden. Sie klammerte sich noch an die Hoffnung, dass der Fall doch noch gelöst werden könnte. Mit jedem Jahr, das verging, schien ihre Entschlossenheit sogar noch zu wachsen. Evelines Mutter ging sogar so weit, eine hohe Belohnung zu bieten für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen würden. Trotz allem ist der Mörder von Evelyne Boucher auch fast 10 Jahre nach der Tat immer noch nicht gefasst. Elf Jahre nach dem Verbrechen kommt neuer Schwung in die Ermittlungen. Dank der Fortschritte bei der Auswertung genetischen Materials kann 1998 endlich einer der Anhaltspunkte in dem Fall näher untersucht werden. Im Jahr 1987 konnten wir bei der DNA-Analyse nur die Blutgruppe des Täters bestimmen. Aber die Gentechnik hat seitdem Fortschritte gemacht. 1998 konnten wir die eingefrorene Spermaprobe analysieren, um ein genetisches Profil zu erstellen. Die DNA des Angreifers von Evelyne Boucher wird nun zweifelsfrei identifiziert. Für die Ermittler ist dies ein großer Durchbruch. Mit der DNA-Analyse hatten wir endlich ein sehr wirksames Werkzeug zur Verfügung. Sobald wir eine Probe von einem Verdächtigen entnehmen und diese dann auf das genetische Profil des Angreifers passen würde, wäre der Täter überführt. Für Evelines Familie beginnt damit ein neuer Kampf. Gemeinsam mit Evelines Mutter bat ich um DNA-Analysen aller Männer aus Evelines Umfeld. Angefangen von Evelines Trainern, ihren Lehrern, Familienmitgliedern, Nachbarn. Fast alle Männer, die in der Akte aufgeführt waren, wurden einer DNA-Analyse unterzogen. Insgesamt werden mehr als 70 Abgleiche durchgeführt. Doch alle erweisen sich als negativ. Dass die Untersuchungen nichts ergaben, war jedes Mal eine große Enttäuschung für Evelines Mutter. Auf der anderen Seite wurde die Akte auf diese Weise immer offen gehalten und drohte deshalb auch nicht zu verjähren. Die Ermittler haben jetzt zwar die DNA des Mörders, aber noch immer keinen Verdächtigen. Sie dehnen die Suche landesweit auf alle bekannten Vergewaltiger und Serienmörder aus und beschließen, ein neues Instrument zu nutzen, das damals gerade eingeführt wird, die Nationale Datenbank für genetische Fingerabdrücke. Für uns war die Erstellung dieser Datenbank sehr wichtig. Damit war es uns möglich, die DNA aller Personen zu sammeln, die in Frankreich wegen Mordes, Vergewaltigung und anderen Straftaten verhaftet wurden. Damals waren die Ermittlungsbehörden noch nicht eng miteinander verknüpft. Die Datenbank konnte anhand von genetischen Spuren Verbindungen zwischen längst vergessenen Fällen herstellen. Der ermittelnde Richter lässt die DNA von Evelyne Bouchers Mörder mit den genetischen Fingerabdrücken aus der Datenbank abgleichen. Diese Datenbank war der Schlüssel, mit dem für Evelines Mutter das Rätsel um den Tod ihrer Tochter gelöst werden konnte. Wenn der Täter in diesem Register stehen sollte, würde man ihn auch über den DNA-Vergleich finden können. Doch auch dieser Ansatz führt nicht zum Erfolg. Der DNA-Abgleich mit der Datenbank liefert keinen Treffer. In der Folge kommen die Ermittlungen zum Stillstand. Doch dann, 4 Jahre später, überschlagen sich die Ereignisse. Am 9. Juni 2006 rief mich der Untersuchungsrichter an. Er teilte mir mit, dass Evelines Mörder identifiziert wurde. Die Nationale Datenbank für genetische Fingerabdrücke hatte eine neue DNA-Probe erhalten, die eine Übereinstimmung mit dem Fall Evelyne Boucher ergab.
Damit wird 19 Jahre nach der Tat endlich der Mann identifiziert, dessen Sperma an der Leiche von Evelyne Boucher sichergestellt wurde. Für uns war das unglaublich. Wir waren total überrascht. Alle dachten, dass der Täter vielleicht schon tot oder ins Ausland gezogen wäre. Ich rief sofort die Familie an. Evelines Mutter erzählte mir später, dass sie in diesem Moment denselben emotionalen Schock empfunden hat, wie damals, als sie vom Tod ihrer Tochter und der Entdeckung ihrer Leiche erfuhr. Es ging ihr sehr nahe. Weder Evelines Familie noch ihre Freunde oder die Polizei rechneten noch damit, je den Namen des Mörders zu erfahren. Es ist ein 54 Jahre alter Feuerwehrmann. Sein Name Robert Grenier. Doch wie gelangte die DNA dieses Mannes in die Datenbank? Ein Zufall, ausgelöst durch einen Streit in einem Parkhaus. Im Mai 2003 war Robert Grenier mit seiner Familie am Pont du Gard. Dort kam es zu einer eigentlich völlig harmlosen Situation. Um aus dem Parkhaus herauszukommen, braucht man ein Parkticket. Doch das hatte Grenier verloren. Deshalb versuchte er zusammen mit dem vor ihm fahrenden Auto durch die Schranke zu fahren. Sofort kamen Sicherheitsleute auf ihn zu. Anstatt ruhig zu erklären, was passiert ist, wurde der Ton immer rauer und es kam zur Schlägerei. Diese Schlägerei ist jedoch so heftig, dass Robert Grenier verhaftet und zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe verurteilt wird. Er muss eine DNA-Probe für die Datenbank abgeben. Das Gesetz hatte sich weiterentwickelt. Während lange nur Sexualverbrecher in der Datenbank aufgenommen wurden, mussten sich nun auch Gewalttäter einem DNA-Test unterziehen. Robert Grenier weigert sich jedoch beharrlich, den mehrfachen Vorladungen Folge zu leisten. Er drückte sich mehrere Monate davor. Robert Grenier weigerte sich strikt, eine Probe abzugeben. Das deutete darauf hin, dass er etwas zu verbergen hatte. Ein Jahr später willigt der Mann unter Androhung strafrechtlicher Konsequenzen schließlich ein und gibt eine DNA-Probe ab. Kurze Zeit später holt ihn seine Vergangenheit ein. Wir waren schon etwas überrascht, dass Robert Grenier durch ein Kavaliersdelikt überführt wurde. Er wusste ja, dass das Damoklesschwert über ihm hing. Hätte er die Fassung bewahrt und keinen Ärger gemacht, wer weiß. Dieses Szenario war die Stecknadel im Heuhaufen. Ein lächerlicher, dummer Streit, weil er sein Ego nicht im Griff hatte. Hätte er bezahlt und gesagt, Entschuldigung, ich habe das Ticket verloren, ich bezahle, der Fall von Evelyne Boucher wäre nie aufgeklärt worden. Dank des DNA-Gutachtens wissen die Ermittler, dass sie ihren Täter haben. Doch bevor sie ihn festnehmen, wollen sie weitere Beweise für seine Schuld sammeln. Das Ziel ist, ihn bei der Vernehmung zu einem Geständnis zu bringen. Sie erstellen ein Persönlichkeitsprofil von Robert Grenier. Der Mann macht auf den ersten Blick einen unbescholtenen Eindruck. Er wohnte mit seiner zweiten Frau zusammen, war einmal geschieden und hatte zwei Kinder. Ein Familienvater ohne Vorstrafen. Der Mann lebt in Sorge, einige Kilometer von Avignon entfernt. Als sie seine Arbeitsstelle sehen, staunen die Ermittler. Sie stellten fest, dass er in einer kleinen Feuerwache im Zentrum von Avignon stationiert war. Nur ein paar hundert Meter von Evelyne Bouchers Schule entfernt. Sie fanden auch heraus, dass er gerne in die Bar ging, die auch von Evelyne Boucher besucht wurde. Da hat er sie möglicherweise gesehen. Bar, Feuerwache und Schule lagen recht nah beieinander. Außerdem hält sich Robert Grenier damals regelmäßig in dem Viertel auf, in dem Evelyne Boucher lebte. Wir fanden heraus, dass seine Ex-Frau und sein Sohn in Villeneuve-les-Avignon lebten. Er fuhr regelmäßig dorthin, um den Jungen zum Fußballtraining zu fahren. Der Feuerwehrmann hielt sich auch regelmäßig in der Wohnsiedlung auf, in der die Schülerin zu Hause war.
Ein enger Freund von Robert Grener war der Nachbar von Evelyn Bouchers Familie. Ebenfalls ein Feuerwehrmann. Außerdem war er Greners Trauzeuge. Diesen Freund besuchte Robert Grener häufig. Nahe beim Haus seines Freundes wurde ein weiteres wichtiges Beweisstück gefunden. Evelyn Bouchers Ohrring. Hat Robert Grener das Mädchen entführt, nachdem er seinen Kollegen besucht hatte? Während die Ermittler dieser Vermutung nachgehen, erhalten sie eine wichtige Information über den Tatort. Der Ort, an dem Evelyns Leiche gefunden wurde, diente als Übungsplatz für Feuerwehrleute. Auch Robert Grener trainierte dort. Die Ermittler laden Evelyns Freundin Geraldine Martinassot vor. Sie hat damals die Schülerin auf dem Rücksitz eines Renault 5 gesehen, der von einem Unbekannten gefahren wurde. Ich ging zur Kriminalpolizei. Inspektor Toussaint gab mir eine Art Fotoalbum. Dann sagte er mir, dass ich mir die Porträts von verschiedenen Männern anschauen sollte. Ich guckte sie mir an und bei einem der Bilder machte es Klick. Es war eindeutig. So klar, dass ich es nicht glauben konnte. Als ich die Wache wieder verließ, fragte ich mich, wie kann das sein? Ich konnte es nicht fassen. Ich dachte, das ist ja unglaublich. Das Gesicht, das Geraldine Martinassot wiedererkennt, ist tatsächlich das von Robert Grener. Die Erinnerung an ihre damalige Beobachtung wühlt sie innerlich auf. Auf dem Foto stand er am Steuer eines Segelboots. Er hielt das Ruder so, wie er das Lenkrad hielt. Die Schulter nach hinten in aufrechter Haltung. Vom Profil her passte es auch. Für mich hat alles übereingestimmt. Auch 19 Jahre später ist sich die Zeugin sicher. Was ich in dieser Nacht gesehen habe, hat sich immer wieder vor meinem inneren Auge abgespielt. Und ich wollte es ja auch nicht vergessen. Mir war ja bewusst, wie wichtig es war. Letztlich war ich die Hauptzeugin in diesem Fall. Die Ermittler verfügen jetzt über ausreichend belastendes Material, um Robert Grener mit den Beweisen zu konfrontieren. Am 19. Juni 2006 um 6.30 Uhr finden sie sich am Haus des Verdächtigen ein. Wir wussten, dass Robert Grener Montag früh auf die Wache gehen würde. Wir warteten vor seinem Haus. Er öffnete das Tor, kam raus und nach ein paar Schritten wurde er festgenommen. Das hat ihn ziemlich überrascht. Das kam für ihn aus heiterem Himmel. Er bestand darauf, dass er nichts getan habe. Die Polizei durchsucht das Haus des Verdächtigen gründlich nach neuen Hinweisen. Doch 20 Jahre nach der Tat wissen sie, dass die Chancen, auf etwas wirklich Entscheidendes zu stoßen, gering sind. Bis auf ein Luftgewehr, das er angeblich zum Töten von Nagern benutzte, wurden keine Waffen gefunden. Auch Kleidungsstücke, die möglicherweise in Verbindung mit dem Fall stehen könnten, fanden sie nicht. Es hat uns nicht überrascht, dass wir 20 Jahre nach der Tat keine Beweise mehr finden. Robert Grener hatte genug Zeit, um alle Spuren zu vernichten, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht hätten. Da die gefundene Waffe nicht dem gesuchten Kaliber entspricht, wird sie nicht beschlagnahmt. Die Beamten hoffen, auf Zeitungsartikel über den Fall Evelyn Boucher zu stoßen, die der Mann vielleicht aufgehoben haben könnte. Bei Raubüberfällen, Morden oder Vergewaltigungen behalten Täter oft Zeitungen aus dieser Zeit. Die Polizei hat sein Haus und seinen Arbeitsplatz durchsucht, aber keine Zeitungsartikel oder dergleichen entdeckt. Absolut nichts. Das war für die Beamten tatsächlich erstaunlich. Nach den beiden Durchsuchungen kommt Robert Grener in Gewahrsam und wird vernommen. Er wies alle Tatvorwürfe von sich, wirkte verwirrt und sagte, er würde den Fall nicht kennen. Ich war es nicht, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Er könne sich das nicht erklären.
Fast 20 Jahre lang waren immer neue Artikel über den Fall erschienen. Und er wusste nichts davon? Selbst wenn er keine Zeitung las, wäre es nicht möglich gewesen, nichts davon zu wissen. Vor allem, weil er bei der Feuerwehr war, denn gerade Feuerwehrleute wurden bei ihren Einsätzen oft auf diesen Fall angesprochen. Dann bringen die Ermittler ihren wichtigsten Beweis ins Spiel. Sein Sperma an Evelyn Bouchers Leiche, was durch die DNA-Analyse eindeutig belegt wurde. Er sagte, dass es offensichtlich ein Fehler war und es nicht sein Sperma sein konnte. Dass es möglicherweise ein Problem bei den Tests gegeben haben könnte. Um jeden Zweifel auszuräumen, ordnet der Untersuchungsrichter einen neuen Vergleich zwischen der DNA des Verdächtigen und der DNA aus der Samenflüssigkeit an. Das Ergebnis ist eindeutig. Es besteht eine 99,999-prozentige Übereinstimmung. Das heißt, es bestand eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 0,001%, dass die DNA-Profile nicht übereinstimmten. Damit konnten wir sicher sein, die richtige Person gefasst zu haben. Ungeachtet dessen leugnet Robert Grenier weiterhin jede Beteiligung an der Tat. Nach 48 Stunden in Polizeigewahrsam wird er des Mordes angeklagt und kommt in Untersuchungshaft. 19 Jahre nach dem Mord an Evelyn Boucher macht die Verhaftung des Feuerwehrmanns sofort Schlagzeilen. Es herrschte allgemeines Erstaunen darüber, weil ein Feuerwehrmann ja als Retter gilt. Aber hier war er plötzlich nicht mehr der Retter, sondern der Henker. Weil der Verdächtige kein Geständnis ablegt, müssen die Ermittler ihre Untersuchungen fortsetzen. Stets begleitet von der Hoffnung, unwiderlegbare Beweise für seine Schuld zu finden. Im Zuge der Medienberichterstattung über die Verhaftung von Robert Grenier wird der Polizei plötzlich ein anonymer Brief zugespielt, der den Feuerwehrmann sehr belastet. Auf der Polizeiwache von Avignon ging ein anonymer Brief ein, in dem von gemeinsamen Nächten Robert Greniers mit Frauen auf der Feuerwache die Rede war. Darin wurde geschildert, dass er angetrunken mehrere Frauen sexuell missbraucht haben soll. Der Autor des Briefes behauptet sogar, dass sich der Feuerwehrmann an einem jungen Behindertenmädchen namens Cricri vergangen hätte. Robert Grenier benutzte eine geistig behinderte junge Frau als Sexobjekt. Er nahm Praktiken an ihr vor, die eindeutig sexueller Natur, aber vor allem demütigend und gewalttätig waren. Cricri wurde eines Abends halbnackt und mit blutigen Knien aufgefunden. Robert Grenier hatte scheinbar nichts Besseres zu tun, als Cricri aus dem Fenster zu werfen. Doch wie sehr können die Ermittler den Angaben in dem anonymen Brief trauen? Um mehr über die Persönlichkeit des Verdächtigen zu erfahren, beschließen sie, sein Umfeld zu befragen. Im Laufe der Vernehmungen zeichnen die Zeugen ein Bild von Grenier, das nichts mit dem eines braven Familienvaters gemein hat. Wir stellten fest, dass Robert Grenier jemand war, der sehr oft alkoholisiert war. Und dass er, wenn er getrunken hatte, zu extremen Wutanfällen neigte. Es handelte sich keineswegs um einen unbescholtenen Familienvater mit Frau und zwei Kindern. Nicht um einen freundlichen Helden, der als Feuerwehrmann die Welt rettet. In Wirklichkeit hatte er eine andere Seite, die perfekt ins Täterprofil für ein solches Verbrechen passte. Sein Verhalten, seine DNA-Spur und meine Aussage ließen es am Ende nicht nur möglich, sondern absolut logisch erscheinen, dass er es war. Neben seinen zahlreichen Affären ist es vor allem Robert Greniers Einstellung zu Frauen, die die Polizei beschäftigt. Er war wie ein Raubtier, aber er hatte auch diese erniedrigende Art. Eine normale Beziehung zu Frauen war ihm nicht möglich. Er musste Sex mit ihr haben. Eine Frau war auch immer ein Objekt für ihn. Robert Grenier besaß ein vollkommen antiquiertes Frauenbild. Trotzdem lagen keine Beschwerden der Frauen über den sexuellen Missbrauch vor. Doch für die Ermittler lässt sich das Ausbleiben von Beschwerden gut erklären.
Die Frauen reichten aus Angst keine Beschwerde ein. Grenier konnte sehr gewalttätig werden. Sogar einige seiner Kollegen auf der Feuerwache hatten Angst vor ihm. Jeder wusste Bescheid, aber niemand wagte es, ihn anzuzeigen. Auf der Suche nach weiteren Beweisen schauen sich die Ermittler nun die Fahrzeuge Robert Greniers an. Fuhr er zum Zeitpunkt der Ereignisse einen Renault 5? Die Ermittlungen ergeben, dass der Feuerwehrmann dieses Modell zwar selbst nie besessen hat, seine Frau jedoch schon. Es war bekannt, dass seine Frau ein Fahrzeug des Types R5 besaß, allerdings erst 1988, also nach der Tat. Demnach gab es keinen direkten Bezug. Doch die Ermittler teilen diese Sichtweise nicht. Monsieur Grenier hätte diesen R5 im Dezember 1987 fahren können. Die Tat wurde am Jahresende verübt. Die Zulassung könnte daher leicht Anfang des Jahres 88 umgeschrieben worden sein. Als nächstes versuchen die Ermittler, mehr über die Tatwaffe herauszufinden. Zwar hat die Durchsuchung von Robert Greniers Wohnung 20 Jahre nach der Tat nichts ergeben, doch möglicherweise war er zum Zeitpunkt der Tat im Besitz einer Waffe mit dem Kaliber 22. Die Aussagen seiner Kollegen lassen die Ermittler aufhorchen. Die Feuerwehrleute erwähnten, dass jemand modifizierte Gaspistolen vom Kaliber 22 an Feuerwehrmänner in Avignon verkaufte. Dazu muss man wissen, dass damals viele Feuerwehrleute immer eine Waffe im Handschuhfach mit sich führten. Es war üblich, um sich damit unterwegs gegen Übergriffe zu schützen. Ein Kollege von Robert Grenier erinnert sich vage daran, ihn einmal mit einer solchen Waffe beobachtet zu haben. Es findet sich jedoch kein Beweis dafür, dass er damals auch im Besitz einer solchen war. Es war anzunehmen, dass die Waffe von Robert Grenier nicht aufbewahrt, sondern zerstört oder so versteckt wurde, dass man sie nie finden würde. Was seine sichergestellte DNA am Tatort betrifft, räumt Robert Grenier ein, an diesem Tag möglicherweise einvernehmlichen Sex mit Evelyn Boucher gehabt zu haben. Aber er gibt auch an, dass er sich nicht daran erinnern kann. Er sagte, vielleicht hatte ich eine Beziehung mit ihr. Ich erinnere mich nicht mehr, weil es 18 oder 20 Jahre her ist. Außerdem hatte ich immer ein sehr aktives Sexualleben. Robert Grenier sagte, wie alle anderen Feuerwehrleute hatte auch ich Beziehungen zu jungen Frauen. Die haben sich damals vor der Wache aufgehalten, um mit uns anzubandeln. Er erzählte von der großen Anziehungskraft der Uniform auf junge Frauen. Er könne sich nicht mehr an alle jungen Mädchen erinnern. Für die Polizei war er der Täter. Sie sagten, die DNA würde auf den Täter hindeuten. Ich sage, dass er vielleicht Sex mit ihr hatte, aber deshalb nicht zwingend der Mörder war. Für die Forensiker ist diese Verteidigung nicht stichhaltig. Denn Evelyn Boucher wurde an der Stelle getötet, an der sie vergewaltigt wurde. Daher muss ihr Vergewaltiger zwangsläufig der Mörder sein. Wenn sie sich bewegt hätte, wäre der Samen ausgetreten. Forensiker und Ballistiker waren sich in dem Punkt einig. Sie wurde dort getötet, wo man sie missbraucht hat. Und das hieß, dass beides in Tateinheit geschah. Vergewaltiger und Mörder mussten zwar theoretisch nicht die gleiche Person sein. Immerhin ist es möglich, dass ein Mann die Vergewaltigung beging und ein anderer daneben stand und das Opfer dann tötete. Aber dieses Szenario erscheint völlig unwahrscheinlich, gerade angesichts der Persönlichkeit von Grenier. Wenn er einen Komplizen gehabt hätte, hätte er ihn mit reingezogen. Trotz des fehlenden Geständnisses des Verdächtigen können die Ermittler nun einen möglichen Tatablauf beschreiben. Ein mögliches Szenario ist, dass Robert Grenier an jenem Abend in die Wohnsiedlung ging, um seinen Freund zu besuchen. Dort traf er Evelyn. Er hat vermutlich einen starken Drang empfunden. Wie so oft hatte er Lust auf Sex. Er sah dieses junge Mädchen nach Hause kommen und musste sie ansprechen. Möglicherweise bot er ihr an, sie nach Hause zu fahren. Vielleicht sagte er sowas wie, steig ein, es ist zu kalt draußen. Wer weiß, was er gesagt hat.
Vielleicht wollte sie nicht, vielleicht zwang er sie. Er packte sie, sie verlor ihren Ohrring. Dann setzte er sie auf die Rückbank des Autos. Weil dort keine Tür war, konnte sie nicht entkommen. Womöglich hat sie versucht, ihn von seinem Plan abzubringen. Hören Sie auf mit dem Unsinn, lassen Sie mich gehen, ich werde nichts sagen. Als er weiterfuhr, hat sie vielleicht begriffen, dass er Sex wollte, was sie aber nicht wollte. Dann schlug er sie, missbrauchte sie und ließ sie bewusstlos liegen. Als er merkte, dass sie nicht tot war, griff er sich die Waffe. Er brachte sie um, weil er Angst hatte, von ihr identifiziert zu werden. Es war ein egoistischer Mord. Er wollte nicht zur Verantwortung gezogen werden. Trotz aller Anstrengungen finden die Ermittler außer seiner DNA keine weiteren Beweise, die Robert Grenier als Evelyn Bouchers Mörder überführen. Doch angesichts der Vielzahl an belastenden Indizien kommt der Mann vor das Schwurgericht in Garde. Damit endet ein Fall, der ohne die Beharrlichkeit aller beteiligten Akteure vermutlich nie gelöst worden wäre. Niemand wollte die Akte schließen. Obwohl so viele Spuren ins Leere liefen, dachten wir immer an Evelyn Bouchers Schicksal. Die Polizei von Avignon blieb motiviert bis zum letzten Tag. Und dann ist da noch ihre Mutter, die mit viel Kraft und Energie unermüdlich dafür gekämpft hat, dass das Verbrechen an ihrer Tochter nicht ungestraft bleibt. Evelyns Zimmer blieb all die Jahre unverändert, weil ihre Mutter sich nicht dazu durchringen konnte, sie so gehen zu lassen. Ohne ein Geständnis werden die Angehörigen von Evelyn Boucher wohl nie erfahren, unter welchen Umständen die 16-jährige Schülerin unweit ihres Zuhauses getötet wurde. Für die Familie war die Ungewissheit am schlimmsten. Grenier hatte nie die Antworten geliefert, auf die Evelyns Mutter gewartet hat. Sie hat nie erfahren, wie die letzten Momente im Leben ihrer Tochter aussahen, von der sie sich morgens nicht einmal mehr verabschieden konnte. Darunter leidet sie bis heute. Die Wahrheit kennt nur Robert Grenier. Er hätte sich meiner Meinung nach erklären sollen, sagen sollen, wie es zu einer solchen Tat kommen konnte. Das wäre für alle eine Erleichterung gewesen. Leider kommt in Strafverfahren nur sehr selten die Wahrheit ans Licht. Oft bleibt nur ein Gerichtsurteil.